Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei der Mafia, Baby. Wir sind erstmal auf dem Weg zu Vincenzo, denn wir brauchen Arbeitsutensilien. Guten Abend, Vincenzo. Heute ist ein Einbruch geplant, also brauche ich was Unauffälliges für den Job. Tommy, ein Schläger scheint angemessen. Wenn du einem damit eine von hinten über die Birne ziehst, ist er erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Ich drücke dir die Daumen, Tommy. Danke, Vincenzo. Gib mir doch mal richtige Knarren. Was soll denn das laufend? Hier so Milchbubi-Zeugs. Ist doch kacke. So, Auto habe ich uns schon hingestellt. Na, bist du? Und dann geht's auch los für uns. Ich freue mich. So, hole Salvatore an der Straßenecke beim Stadion in Hoboken ab. Hoboken, das war glaube ich in die Richtung. Ich habe mir übrigens überlegt, lange drüber nachgedacht, wie wir das machen mit den ganzen Fahrten hier. Hier passiert ja nun mal leider auf den Fahrten gar nichts. Deswegen werde ich euch diesen Teil tatsächlich jetzt cutten. Denn wir haben ja noch viel, viel Mafia auf diesem Kanal vor uns. Und ansonsten, glaube ich, schaffen wir es nicht, pünktlich zum Release des dritten Teils mit dem zweiten Teil fertig zu sein. Deswegen schneide ich euch das zusammen. Wenn irgendwas Cooles passieren sollte, dann seht ihr das natürlich. So, Leute, und dann sind wir jetzt gleich bei Salvatore in Hoboken. Hoboken. Wahrscheinlich. Angekommen. Mal gucken, was das für ein Typi ist. Der soll uns ja helfen, bei dem Staatsanwalt einzubrechen. Der ist ja der irgendwie der beste Safe-Knacker oder sowas. Da drüben steht er. Guten Abend, Chef. Machen wir uns auf. Gut. Wo geht's denn hin? So, du knackst also jeden Safe im Land, was? Fast jeden, Chef. Und wie hast du das gelernt? Mein Opa war im Geschäft, ist sozusagen Vererbung. Die Safes werden immer besser, also muss man stets in Übung bleiben. Manche von diesen modernen Safes sind kaum zu knacken. Okay. Cool. Auf gute Zusammenarbeit. Lass mal gucken. Oak Hill. Da müssen wir hoch. Das ist wahrscheinlich das ganz gut betuchte Viertel. Quäl dich den Berg hoch. Quäl dich den Berg hoch. Quäl dich. Vielleicht, wenn ich den ausschalte. Das bringt auch ja nichts. Das ist heftig. Ich glaube, ich steige aus und schiebe. So, Leute, jetzt sind wir gleich da. Es wird spannend. Ja, einmal ums Karree anscheinend. Alter, das ist ein richtig großes Anwesen. Das ist alles rechts hier neben uns. Das ist ein einziges Anwesen. Das ist total krank, Alter. Wieder zu viel Geld, der Typ. Ja, Staatsanwalt halt, ne? Okay, da wären wir. Wie kommt man da jetzt rein? Ja. Mach auf, Toni. Ja, wozu habe ich denn dich bei? Bist du bescheuert oder was? Mach die Tür auf. Ich bin etwas überfragt. Kriegst du es auf, Salvatore? Wird's versuchen, Chef. Ach so. Okay. Steh einfach so lange neben mir und guck mir zu, wie ich da auf das Schloss einprügel. Ist okay. Alles klar, Chef. Sieht schon wieder aus. Sei leise und tu genau, was ich dir sage.
Was soll ich jetzt machen? Muss ich mich da reinschleichen? Oh, scheiße, Leute. Wow! Sei leise und tu genau, was ich dir sage. Oh nee, da nicht lang. Die Frage ist halt, wo wir überhaupt hin müssen. Scheiße. Es läuft schon wieder etwas aus dem Ruder. Vielen Dank. Nein, nein, nein. Warte hier. Nein, 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 nein. Mir nach. So, bis hierhin sind wir ja ganz gut sneaky durchgekommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Frage ist, wo hat der die Papiere? Alter, da kommt auf einmal so eine Putzfrau rein, oder was? Wache! Hier ist ein Einbrecher! Stimmt doch gar nicht. Er will mich töten! Er will mich töten! Wow! Was weiß ich? Wo sind die scheiß Papiere? Wo ist der Safe? Das ist der Safe. Salvatore, mach auf. Jetzt zeig mal, was du kannst, Salvatore. Okay, Chef. Alter, wir müssen ja auch irgendwie wieder rauskommen. Lass dir ruhig Zeit. Ich tritt dir gleich in den Arsch, Salvatore. Oh nein. Teufel! Besser, wir verschwinden schleunigst, Salvatore. Schon erledigt, Chef. Ein Kinderspiel. Alles in Ordnung. Jemand hat eine Wache getötet. So, Leute. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wie wir hier durchkommen. Das Spiel hat ein bisschen abgespackt jetzt. Ich hoffe, dass das jetzt endlich funktioniert hier. Wir müssen irgendwie rauskommen. Am besten lebendig. Warte hier. Mir nach. Dachte, ich kann ihm vielleicht sagen, dass er die Tür aufmachen soll.
Aber anscheinend kann er das nicht. Scheiße, da vorne steht, glaube ich, der Staatsanwalt. Alter! Nee, ist nur die Haushälterin. Alter, jetzt schnell raus hier. Los weg. Setz mich zu Hause ab. Ich wohne auf der anderen Seite beim Stadion, fast dort, wo du mich abgeholt hast. Aha, cool. Alter, die Mission lief wieder so beschissen. Und ja, ich geb's zu, das war meine Schuld. Ich hab's richtig versaut. Aber wir haben's geschafft. Ist halt das Problem immer noch bei älteren Spielen, ne? Wenn das an einer Stelle dann ein bisschen hängt, dann weißt du nicht mehr, was du machen sollst. Vielleicht lasse ich euch das mal ein bisschen geschnitten drin. Es war halt so, dass jedes Mal nach der Cutscene hat mir einer mit der Pumpgun direkt in den Kopf geschossen. Und bei der Cutscene ist aber auch der Speicherpunkt. Deswegen musste ich jetzt ein bisschen tricksen, aber das Ende vom Lied ist, wir fahren nach Hause, wir leben noch und die nicht. Das ist doch die Hauptsache. So, und da vorne ist schon unser Ziel gleich. Irgendwo. Ne? Ach, da vorne erst. Ist noch ein kleines Stück hin. Tanken müssen wir aber nicht. Alles gut. Für das kleine Stück müssen wir dann nicht mehr tanken gehen. Hat doch auch was Gutes. Mann. Ich sitze hier mit einem übelst breiten Grinsen, ey. So schlecht ist bis jetzt noch gar keine Mission gelaufen. Hier wohne ich. Vielen Dank. Bitte. Und jetzt fährt. Ich hoffe, nächstes Mal wird's ruhiger. Heute habe ich mir fast in die Hose gemacht. Das hoffe ich auch. Ruh dich jetzt aus. So, und für uns ab nach Hause, oder was? Vor allen Dingen, ich hoffe, beim nächsten Mal wird's ruhiger. Ey, ich hoffe, es gibt kein nächstes Mal. Das reicht mir. Das war genug für mich. Aber ich glaube, ob der Salieri, ob der so froh ist. Das Geile ist, kann ich euch ja erzählen, ich habe das eine Mal fast rausgeschafft aus dem Raum. Ne? Also da war wieder Kugelhagel, Dauerfeuer, Abenteuer. Und dann ist mir auf dem Weg nach draußen ist mir aufgefallen, dass ich die Dokumente gar nicht mitgenommen habe aus dem Safe. Das war nie so gut. Aber immerhin, wir haben auf jeden Fall den Staatsanwalt nicht erschossen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt... Ist er in die Wohnung gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte ja, der steht da draußen mit dem Kopf verbannt. Aber war gar nicht. Mann. Was für ein Auftrag, ey. Immerhin haben wir die Dokumente. Also, damals war das ja noch alles nicht so. So schnell können die nicht rausfinden, dass wir da zur Salieri-Familie... Ich meine, die können auch eins und eins zusammenzählen. Na, gibt drei. Hallo. Gute Arbeit, Jungs. Der letzte Job lief gut. Es gibt keine Beweise oder Zeugen gegen uns. Dank eurer Überzeugungsarbeit machen die keinen Laut mehr. Danke, Boss. Wir wollten sie glücklich machen. Nun, das habt ihr geschafft. Aber heute geht es um etwas anderes. Pauli hat ein ziemlich interessantes Angebot. Ich habe einen Typen aus Kentucky getroffen, William Gates. Jeder weiß, dass die Leute in Kentucky den besten Whisky in den Staaten machen. Wie auch immer, der Typ hätte sich fast übergeben, als er den Fusel probiert hat, den Morello verkauft. Und er gab mir einen Schluck von dem Zeug, das sie da unten brauen. Vergesst es.
Ich trinke nichts anderes mehr. Also habe ich ihn danach gefragt, okay? Er sagte, es sei gar kein Problem und er könnte mir so viel liefern, wie ich wollte. Stellt euch vor, was wir mit dem Zeug verdienen könnten. Also, ich habe eine LKW-Ladung bestellt. Ich habe mir gesagt, wenn die hier ankommt, können wir später einen größeren Deal machen. Das wäre sicher ein guter Ersatz für den Verlust von dem kanadischen Zeugs. Gefällt mir. Gut gemacht. Mir auch. Und wir sacken jede Menge erstklassigen Stoff ein. Da freue ich mich schon drauf. Wo verstecken Sie das Zeug? Sie treffen uns in der großen Parkgarage. Wir müssen vorsichtiger sein als beim letzten Mal. Ihr fahrt mit zwei anderen Jungs im Auto dorthin. Die werden euch auf dem Rückweg eskortieren. Ihr drei holt den LKW ab und bringt ihn in unser Lagerhaus in Hoboken. Die Jungs sind bereits draußen im Hof und warten im Wagen. Und bringt mir eine Flasche, damit ich endlich was Ordentliches trinken kann. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Steig ein, wir holen ein bisschen Medizin. Hier, Tom. Das könnte nützlich sein. Danke. Eine Tommy Gun. Geil, Alter. Bin ich auch mal gespannt, ob das so easy verlaufen wird. Ganz unauffällig. Wartet hier auf uns, Jungs. Wir sind gleich wieder zurück. Folgt uns einfach, wenn wir herausfahren. Dann versuchen wir es mal beim Lagerhaus. Alles klar, Boss. Leute, ob das wirklich so einfach wird, das seht ihr in der nächsten Folge von Mafia. Bis dahin, macht's gut. Ich will noch gar nicht hören, was du zu sagen hast.